habe auf dich gewartet. Komm mit mir. Laurentius? Seid ihr das wirklich? Wo ist Hugo? Ich glaube nicht. Er ist fort. Ich wusste, dass das geschehen wird. Ist doch ein alter Fiebertraum. Ich habe mich um ihn gekümmert. Warum hat er dich dann verlassen? Ich weiß es nicht. Ich habe alles getan, um ihn schlimmer zu beschützen. Fiebertraum. Sogar schreckliche Dinge. Blut vergießt sich so leicht. Aber zu lieben, zu beschützen. Ich werde ihn finden. Dann geh und bete, dass noch genug Zeit ist. Mama, da draußen ist ein Geräusch. Hugo, das ist er. Mutter? Amicia. Ja, jetzt ist... Ja, Mutter. Dein Bruder ist hier. Ist für jedem klar, dass das hier... Er ist zurückgekommen, weil es ihm nicht gut geht. ...eine Fieberfantasie aber ist. Ich habe alles getan. Du hast ihm die Wahrheit verschwiegen. Aber... Seine Gefühle, Amicia. Ich hatte dich gewarnt. Lass mich zu ihm. Er will dich nicht sehen. Mit wem redest du, Mama? Ich muss zu ihm. Er braucht dich nicht mehr. Das ist gelogen. Dann geh. Sieh selbst. Hugo, geht es dir gut? Nein. Was ist? Warum bist du weggelaufen? Warum hast du mir nicht gesagt, dass Mama lebt? Das war zu deinem Besten, Hugo. Das stimmt nicht. Du wolltest nicht, dass ich es weiß. Sag sowas nicht. Du bist eifersüchtig, eifersüchtig. Lass mich los. Hugo, nein! Also. Hugo, wo bist du? Was ist denn? Ist es immer noch der Fiebertraum oder haben wir ihn jetzt wirklich? Hugo, lass mich gehen! Er ist hier. Oh Gott sei Dank. Hör auf zu brüllen. Wo ist deine Schwester? Ich weiß nicht. Hier ist sie. Ha, das gäbe nochmal eine schöne Prämie obendrauf. Lacht nur, solange ihr noch könnt. Okay, jetzt habe ich keine Steine mehr, das ist dumm. Hey, ich weiß, dass ihr hier seid. Amicia! Ich bin hier. Alles wird gut, Hugo. Es ist vorbei. Aha, ist es das? Ich bin mir darin nicht so ganz sicher. Hey, geht es dir gut? Sie haben dir nicht wehgetan, oder? Nein. Es war zu einfach. Warum bist du davongelaufen? Ich hab Mama gehört, sie hat nach mir gerufen. Das muss ein Albtraum gewesen sein, nichts weiter. Ich dachte wirklich, dass sie es war. Sie hatte Schmerzen und... Sie hat keine Schmerzen, wo sie jetzt ist. Darüber haben wir doch gesprochen. Aber... Sie ist fort, Hugo. Das musst du akzeptieren. Gehen wir zurück. Aha, aus dem Fiebertraum nichts gelernt. Zum Chateau. Fiebertraum hat dir gerade vorgeworfen, dass du nicht die Wahrheit sagst. Jetzt drückst du ihn weiter an. Naja. Ich weiß nicht, ob es ihm helfen würde, aber... ja. Wir sollten es ihm zumindest irgendwann mal sagen. Würde ich schon sagen. Zurück zum Chateau. Das war doch hier irgendwo, oder? Hier kamen wir doch her, Kletter oder? Kletter hoch, ich helf dir. Na gut. Oder auch nicht. Wo geht's denn zum Chateau? Hier irgendwo zum Chateau. Ja, da wahrscheinlich. Mama? Amicia, das ist Mama! Was? Es kommt von da drüben! Wir müssen gehen! Nein, du gehst da nicht hin! Aber warum? Lass mich los! Hugo! Nein. Ich komme, Mama! Komm zurück! Verdammt nochmal, dann begibt es in Gefahr. Falls das wirklich Meine die Mama Mutter. Ist, da, sie ist da drin. Das ist eine schreckliche Falle. Mama,
Und wenn nicht auch. Und das ist nicht die Mutter, das ist das auch in der Falle. Ich komme, wo bist du? Das ist nicht Mama Öko. Nein. Mama kann ich nicht sehen. Nein. Es ist immer noch ein verdammter Fiebertraum. Haltet den Mund, lasst mich gehen. Ich habe es für ihn getan. Und ich würde euch wieder töten. Ich würde euch alle töten. Nein, nicht jetzt. Öko! Was tust du? Das ist doch kein Ort für ein Kind. Mach sie nicht an! Nein! Öko! Meine Schwester? Und was für ein Albtraum. Es ist niemand da. Komm. Geh mir. Geh mir zu. Nein, ich renne ja schon. Kapitel 12. Blutlinien. Kapitel 14. 14. Blutlinien. Ja, römische Zahlen sind manchmal ein bisschen verwirrend. Es ist fertig. Kann ich jetzt zu ihr? Oh nein. Das wird der Großinquisitor entscheiden. Aber ihr habt gesagt... Meine Worte spielen keine Rolle, nur die des Großinquisitors. Wurde er gefangen oder hat er sich gestellt? Nein. Aber sei versichert, dass du ihm sehr wichtig bist. Ja, damit er, der würde dich ausnehmen und dein Blut schöpfen. Weil du die Gegen... das Gegenmittel bist. Oh, shit. Und jetzt spielen wir den Kleinen. Er hat mir wehgetan. Ich muss Mama finden. Der Inquisitor, der Kinderblut trinkt, ja. Klingt nach einer Verschwörungstheorie. Oh, mein Kopf. Hört auf. Ist auch eine, wenn es hier nicht im Spiel... Hier im Spiel ist es irgendwie gerade wahr geworden. Jetzt die vierte Nacht in Folge beim Episanguis. Wird das jemals enden? Beins, die Stunde der Beschwörung rückt näher. Denk nur an Vitalis. Im Vergleich dazu ist dann. Wir können jetzt absolut nicht werden, also müssen wir nämlich gucken, dass wir so entkommen. Ohne gesehen zu werden. Können wir absolut nicht ausschalten. Oha. Oh, Schreck. Das ist so seltsam. Hier ist nichts. Da hinter ihm durch, oder? Hinter dem. Oh, verdammt. Hugo wurde entdeckt. Hugo. Finde Beatrice. Das ist jetzt die vierte Nacht in Folge beim Episanguis. Wird das jemals enden? Ganz. Die Stunde der Beschwörung rückt näher. Denk nur an Vitalis. Im Vergleich dazu ist dein Opfer nicht der Rede. Nimm das. Wir müssen irgendwie einen anderen Weg hinausfinden. An dem kommen wir nicht vorbei, dort vorne.
Hier können wir wirklich nicht lang. Wir müssen in die Karre steigen oder was? Wir sagen das ohne entdeckt zu werden. Wir müssen da irgendwie hineinschlüpfen. Da müssen wir irgendwie durch. Sehr schön. Ein Vorteil, dass so ein kleiner. Oh, das ist ganz schön groß. Um kleiner zu sein. Kleiner Junge. Materie aller Materien. Kleines Kind. Einzigartiges Gold. Ich breche dich, um den Weg zu öffnen. Den Weg zum Blut des Auserwählten. Okay, komm nicht rüber, Hopsen. Hier weiter. Ich hab ihn durch. Sehr gut. Oha. Medikus, wie geht die heutige Veredelung voran? Die Qualität ist exzellent, aber die Menge des hohen Episanguis schrumpft. Unsere Sammler fangen den Ratten zu machen. Keiner hier. Gebt euer Bestes. Das Leben des Großinquisitors hängt von der Qualität eures Destillats ab. So, hier weiter. Ja, überall wachen wir. Nein, verstecken! Das muss ich mir ansehen. Oh je. Alles still. Und dreh dich weg. Nicht zerbrechen, nicht zerbrechen. Das wird bestimmt passieren. Der Körper des Großinquisitors wird vom Biss überwältigt. Oha. Ich habe Angst, dass er seinen Geist angreift. Keine Sorge, das Blut des Jungen wird das Gleichgewicht der Kräfte wiederherstellen. Möge sein Leben dies unbeschadet überstehen. Ad Igne. Ad Lucem. Oha, scheiße. Mein Wecker. Hat mich wieder erschreckt. Und das soll mich an Wasser anhören. Ich sehe es. Hier durch. Ich sehe schon Sonnenlicht. Das Destillat verdickt sich. Wir werden bald die Filter wechseln und die Verhälter auskratzen müssen. Scheiße, wie komme ich denn da vorbei? Ganz leise, nichts zerbrechen. Oh Scheiße, nein, jetzt habe ich. Wir haben das Soll fast erreicht. Das hoffe ich. Wurde entdeckt. Es grenzt an ein Wunder. Niemand da. Dass Körper solche Mengen an Episanguis aufnehmen kann. Sein Glaube beschützt ihn. Er schützt uns alle. Okay. Also, hier ist nichts Außergewöhnliches. Nun, hier scheint nichts zu sein. Okay. Sieht er mich jetzt wirklich nicht? Ist so krass. Ja. Was? Okay, was ist mit ihm passiert? Und wie zum Henker sollen wir da vorbeikommen? Ich bin doch wahnsinnig hier runter. Keine Angst. Durch die Stadt patrouillieren soll. Bist du auf der Liste? Ja, ich bin auf dem Platz vor der Kathedrale. Oh, dann bist du gleich neben totaler Wahnsinn. Inquisitor, wenn er uns befreit. Und ich sitze hier fest. Wir treffen uns alle hinterher. Das Ende des Bisses. Das wird ein Fest.
ist doch Wahnsinn, wir mit ihnen durch. Sei mutig. Dieses Geräusch. Oh Scheiße. Komm doch von da drüben. Nein, keiner hier. Nichts zu berichten. Okay. Wir noch nicht, noch längst nicht gesehen wurden. Auf so einer Treppe hier gerade. Keiner hat dich gesehen, wie Melly. Ach du Scheiße. Er versteckt mich. Verfluchter Episanguis-Dampf. Ich werde noch blind von dem Zeug. Ganz sicher. Das bist du schon. Ah, hielt dem durch jetzt. Beim nächsten Mal. Oh Scheiße. Da ist noch das Klo. Es reicht. Ich verlange sofort Vitalis zu sehen. Der Großinquisitor ist sehr beschäftigt. Beschäftigt? Ich bin der Erzbischof. Ich vertrete den Papst. Monseigneur. Die Mission des Großinquisitors ist heilig. Seine Mission wurde nie von der Kirche abgesegnet. Aha. Ich sehe hier nichts als Ketzerei und Okkultismus. Und ihr, ihr alle... Aber als ob. ...ihn auf seinem Pfad zur Hölle. Wählt eure Worte mit Bedacht, Exzellenz. Bei eurem Rang sollte... Aber das glaube ich nicht. Das ist Wahnsinn. Oh, mein Kopf. Ich glaube, dass die abgesegnet hat. Mama, wo bist du? Das halte ich für Blödsinn. Oh nein, nein, er darf mich nicht sehen. Er wird dich nicht sehen. Wir können nicht den Schrank durch. Komischerweise durchlässig sind. Magister, der Text erwähnt eindeutig die Himmelfahrt eines Kindes während der großen Justinianischen Pest. Ich wusste es. Die römischen Adligen isolierten ihn von den Menschen und beteten ihn im Geheimen an. Vielleicht ein Vorfahr von Hugo de Roon. Weiter! Sie sprechen über mich. So, hier durch. Schränke sind zu. Wenn er das Land vom Biss befreit, gewinnt der Großinquisitor die Bewunderung der Leute und damit beispiellose politische Macht. Die Anwesenheit von Erzbischof Gauthier sagt eine Menge. Der Hof des Papstes ist besorgt. Die Prima Macula. Niemand hier. Na dann. Wenn du das sagst, niemand hier. Okay, hier kann ich nicht durch. Die Forschungstexte von Beatrice de Roon sind alle verschlüsselt. Ich gebe auf. Ich habe gute Neuigkeiten. Und der Tischdurchsatz von euch. Sie hat sie endlich in den Keller verlegt. Dann wird sie endlich reden. Schön, die mal spielen zu können. Als kleines Kind hier. Mama. Ach du Schreck.
flüstert er einfach Mama. Heilige Scheiße. Ich würde mich in dem Moment nichts trauen, nicht trauen, was zu atmen. Shit. Ich dachte, das hätte ich geschafft. Die Forschungstexte von Beatrice de Roon sind alle verschlüsselt. Ich gebe auf. Ich habe gute Neuigkeiten. Sie haben sie endlich in den Keller verlegt. Dann wird sie endlich reden. Wird auch Zeit. Mama. So auch nicht. Was flüstert der Mama? Das die Forschungstexte von Beatrice de Roon sind alle verschlüsselt. Ich gebe auf. Ich habe gute Neuigkeiten. Sie haben sie endlich in den Keller verlegt. Dann wird Schrank. Sie endlich reden. Wird auch Zeit. Wir müssen in den Schrank. Mama! Hält den Rand. Und er kommt hinter ihm durch. Sehr schön. Siehst du, Amicia, ich habe Mama gefunden. Nee, sie sieht's nicht. Oh mein Scheiße, wir werden mit der Mutter gefangen. So, für die jetzt befreit kriegen. Sie ist im Keller, haben sie gesagt. Ich muss weiter nach unten. Wie geht's hier nach unten? In die Krypta wahrscheinlich. Die müsste vorne sein. Zum Küchen an sich. Der Mann, wer ist das? Welcher Mann? Das ist meine Wache. Großinquisitor, der Erzbischof ist eingetroffen. Sehr gut. Das ist der Großinquisitor. Bringt ihn herein. Na toll, wie direkt hier Vitalis, im Zentrum des Geschehens. Hattet ihr eine angenehme Reise? Spart euch das Geplänkel. Wir sind eurer Spielereien müde, Vitalis. Spielereien, Erzbischof? Können Spielereien die Zukunft der Welt verändern? Hört ihr euch selbst reden? Ihr habt den Verstand verloren. Und das... Mit Verlaub, es ist wichtig... Wir haben das Blut von Hugo de Roon. Habt ihr es untersucht? Ja, jedoch, Monseigneur, der Junge sollte die erste Schwelle bereits erreicht haben. Doch etwas in seinem Blut scheint den Prozess zu verlangsamen. Die Makula ist noch in ihrem Ursprungszustand. Einerlei. Schenkt man den Büchern Glauben, wird mein Blut mit seinem verbunden sein. Erreicht er die nächste Schwelle, so werde ich sie mit ihm erreichen. Fahrt fort. Ach. Genug. Ihr mögt den Märtyrer spielen, aber erlaubt mir, euch die Augen zu öffnen.
Ihr seid ein widerwärtiger Ketzer, dem die Macht zu Kopfe steigt. Das wird ihm bestimmt die Augen öffnen. Euch eine Gefahr, Vitalis Benevent. Bestimmt bekehren. Man wird euch exkommunizieren. Man kann einen Menschen exkommunizieren, Erzbischof. Doch keinen Heiligen. Eure Inquisition ist vorbei. Und ein neues Zeitalter bricht an. Eines, in dem Marionetten wie ihr vor mir niederknien und um Vergebung betteln. Er ist hier. Ausgezeichnet. Seht nach, ob Beatrice de Rune wieder bei Bewusstsein ist. Wer ist hier? Er macht mir Angst, aber ich muss ihm folgen. Warum wehrt sie sich so? Das hätte ich keine gute Idee, aber okay. Wie bekämpft?